Hallo und herzlich willkommen zu Fight Week, dem Nachrichtenmagazin von GNP1 TV auf YouTube. Mein Name ist Alexander Petzig-Ligorea und an diesem Montag, den 3. Mai, sprechen wir über die Ereignisse der UFC am vergangenen Samstag. Wir sprechen über die Gerüchte um Sabit Magomedscharipov, über das Comeback von Glory im Sommer mit Badr Hari und über UFC 263 im Juni. Los geht es aber mit dem Main Event von UFC Las Vegas am vergangenen Samstag. Dort machte Jiří Procházka das Dutzend voll. Er feierte seinen 12. Sieg in Folge und den 2. Knockout in der UFC im Hauptkampf gegen Dominic Reyes. Der Tscheche verfolgte Dominic Reyes wiederholt durch den Käfig mit langen Händen und Kicks, fing sich selber auch ein paar Treffer ein, teilte aber ordentlich aus, vor allem zum Körper. Als er in der 2. Runde angeklingelt wurde, verlegte er sich sogar aufs Ringen und brachte den Kampf auf die Matte. Dort ging er beinahe von einem Upkick K.O., alles am Ende egal, denn als er Dominic Reyes wieder aufstehen ließ, nagelte er ihn am Zaun fest und dann platzierte er diesen wunderschönen Spinning Elbow, der Reyes kurz vor Ende der 2. Runde wie einen nassen Sack zu Boden fallen ließ. Ein Wahnsinns-Knockout im Halbschwergewicht und für Procházka auf jeden Fall die Eintrittskarte ins Titelrennen der UFC. Vorher war er auf Platz 6 in Ranglisten, jetzt mit dem Sieg über Reyes springt er mindestens hoch auf die 3. Procházka könnte es jetzt wie Volkan Özdemir gehen, der im Eiltempo die Ranglisten hochschoss und schon in den ersten UFC-Monaten seine Titelchance erhielt. Und wie man hier sieht, scheint auch Jan Blachowicz nicht unbedingt abgeneigt. Für den steht im September erstmal Glover Teixeira an. Aber danach, wer weiß. Die Tür für Alexander Rakic könnte damit jedoch hingegen zu sein. Der Österreicher forderte schließlich nach seinem Sieg über Thiago Santos im März schon einen Titelkampf. Wie seht ihr das? Wer soll den nächsten Titelkampf nach Glover Teixeira im Halbschwergewicht bekommen? Jiří Procházka, Alexander Rakic oder soll die UFC einfach die Gelegenheit beim Schopf packen und die beiden Halbschwergewichte gegeneinander stellen? Schreibt es uns in die Kommentare. Vom Sieger des Main Events müssen wir noch ganz kurz zum Verlierer kommen, zu Dominic Reyes, denn für den sieht es jetzt nach der Niederlage wirklich bitter aus. Erinnern wir uns doch mal ein Jahr zurück. Damals lieferte er John Jones einen harten Kampf, hatte ihn auf manchen Punktzettel auch gewonnen. Jetzt, 12 Monate später, hat er 3 Niederlagen in Folge auf der Habenseite und hat sich spätestens mit diesem Knockout jetzt erstmal aus dem Titelrennen der UFC verabschiedet. Der Dominator muss nun deutlich kleinere Brötchen backen und sich die nächste Gelegenheit erstmal wieder erkämpfen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was die UFC jetzt mit ihm anstellt. Zuvor sicherte sich Giga Chikadze mit einem Bodykick oder einem Giga-Kick, wie auch immer man es jetzt ausdrücken will, gegen Cub Swanson seinen 6. Sieg in der UFC und den 1. seit er in der Top 15 ist. Und da rutschte er nur deswegen hinein, weil die UFC in der letzten Woche eine kleine, sag ich mal, Aufräumaktion gestartet hat und mehrere Kämpfer aus den Ranglisten entfernte, die schon mehrere Monate oder auch über ein Jahr nicht mehr kämpfen konnten, darunter auch Sabit Magomedscharipov. Der Dagestaner lag noch vorher auf Ranglistenplatz 3 im Federgewicht und wurde nach 1,5 Jahren ohne Kampf aus der Rangliste genommen. Überraschend war dabei zunächst, dass der UFC auch Yair Rodriguez, der eine noch längere Pause hinter sich hat, nicht entfernte. Doch nach den neuesten Gerüchten könnte da vielleicht mehr dahinter stecken. Denn russische Medien berichten, dass Magomedscharipov vielleicht nie wieder kämpfen wird. Die lange Pause, die zahlreichen Absagen, die haben scheinbar seine Motivation gekillt. Sein Manager Ali Abdelaziz äußerte in einem ESPN-Interview am Freitag ähnliche Gedanken. Magomedscharipov will einen Titelkampf, nachdem er bisher alle seine 6 Kämpfe in der UFC gewonnen und dabei zuletzt Jeremy Stephens und Calvin Kattar besiegt hat. Die UFC schiebt ihn jedoch auf die lange Bank. Nach Ortega, der hoffentlich im Herbst seine Chance bekommt, dürfte erstmal mit großer Wahrscheinlichkeit wieder Max Holloway dran sein. Für Magomedscharipov gibt es also 2 Optionen, warten oder kämpfen und dabei seine Platzierung riskieren. Das erste wurde nun mit der Entfernung aus den Ranglisten von der UFC bestraft. Was meint ihr? War es das mit Magomedscharipov? Er hat schließlich 6 Siege in der UFC, ist gerade mal 30 Jahre alt. Er hat also noch eine große Zukunft vor sich, wenn er denn die Motivation beibehalten kann. Was meint ihr? Wie geht's mit ihm weiter? Sehen wir ihn nochmal in der UFC? Von einem, der seine Karriere beenden könnte, kommen wir zu einem Kampfsport-Superstar, der bald wieder im Ring stehen will. Die Rede ist von Badr Hari. Denn Glory kündigte in der vergangenen Woche ihre Rückkehr in den Ring an, nämlich am 17. Juli soll es soweit sein, Glory Nummer 78 aus der Ahoy Arena in Rotterdam. Und den Hauptkampf, den teilte die Kickbox-Liga gleich mit, es ist Badr Hari gegen Arkadiusz Froszek. Hari stand zuletzt im Dezember im Ring und musste sich trotz eines guten Beginns am Ende Benjamin Adekbui vorzeitig geschlagen geben. Damit zerschlugen sich seine Hoffnungen auf einen 3. Kampf gegen Rico Verhoeven, gegen den er 2-mal wegen einer Verletzung bisher verlor. Jetzt also Arkadiusz Froszek, der hat bisher einen einzigen Sieg bei Glory und soll quasi das Sprungbrett für Hari zurück ins Titelrennen sein.
Der Weg dorthin in den Titelkampf selbst ist natürlich durch die Niederlage gegen Adegbuyi ein bisschen versperrt. Aber für Glory ist jetzt vor allem wichtig, dass der Name Badahari sportlich nicht komplett irrelevant wird in der Liga. Man darf dabei nicht vergessen, zwar stand er schon 4-mal im Ring, aber er wartet immer noch auf seinen ersten offiziellen Glory-Sieg. Zwar konnte er Hesti Gerges bezwingen, aber weil man danach bei ihm etwas in der Dopingprobe gefunden hat, wurde der Kampf zum No-Contest erklärt, bei Gerges übrigens auch. Wie ist es bei euch? Freut ihr euch noch auf Badaharis Kämpfe? Glaubt ihr, seine Zeit ist langsam vorbei? Kann er sich nochmal einen Titelkampf gegen Verhoeven holen? Zum Abschluss noch einmal zurück zu UFC, denn die gab nämlich den neuesten Pay-Per-View UFC 263 offiziell bekannt. Am 12. Juni findet das Ganze in Glendale im US-Bundesstaat Arizona vor Zuschauern statt. Und nun wurden auch die beiden Titelkämpfe für das Event bestätigt. Vorher geisterten sie ja schon herum, jetzt ist es offiziell. Israel Adesanya wird seinen Titel im Mittelgewicht gegen Marvin Vettori verteidigen. Zuvor stehen sich Davison Figueiredo und Brandon Moreno nach ihrem Unentschieden vom Dezember zum zweiten Mal im Käfig gegenüber, um endgültig zu klären, wer der Bessere ist. Wie Adesanya und auch UFC-Präsident Dana White jüngst erklärten, war der Juni ein Wunschtermin für Adesanya, weswegen die Wahl für den Gegner auch auf Vettori und nicht auf Robert Whittaker fiel, der zuletzt eine starke Leistung gegen Calvin Gastelum abrufen konnte. Interessant war allerdings am letzten Wochenende noch kurz der Vorstoß von Kamaru Usman. Der Weltergewichtschampion soll der UFC nämlich angeboten haben, auch bei UFC 263 im Juni zu kämpfen. Dabei hätte er sich einfach dem UFC-Weltergewicht mit der längsten Siegesserie entgegengestellt. Das wäre eigentlich Leon Edwards, aber weil der ja schon sein Date mit Nate Diaz hat, wäre die Wahl eventuell auf Michael Chiesa gefallen, derzeit mit 4 Siegen auf Platz Nummer 7 in der UFC-Rangliste. Wenig später machte die UFC allerdings den Pay-Per-View komplett, ohne den Titelkampf von Usman. Ob der Champion wirklich ernsthaft mit der Idee herumgespielt hat, seinen Titel so kurzfristig wieder zu verteidigen, nachdem er ja erst vor wenigen Tagen gegen Jorge Masvidal erfolgreich war, oder ob er damit nur Kobe Covington eine mitgeben wollte, das wird wahrscheinlich nur die Zukunft zeigen. Bis dahin können wir uns auf den Juni freuen und UFC 263, wie gesagt, angeführt vom Rückkampf zwischen Marvin Vettori und Israel Adesanya. Das erste Duell war eine Split-Decision für Adesanya. Marvin Vettori hängt sich ja da noch ein bisschen drauf auf. Allerdings darf man nicht vergessen, es war damals der zweite UFC-Kampf vom heutigen Champion. Er hatte damals noch sehr viel Respekt vor Takedowns und dem Bodenkampf und hat seitdem dort eine große Schippe draufgelegt. Wird also sehr spannend sein, wie man jetzt im Rückkampf agieren wird. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann lasst uns doch bitte ein Like und ein Abo da, drückt auf die Glocke und schaut doch bitte bei unserem Partner www.gut7.de vorbei. Dort gibt es nicht nur leckere Snacks und Backzutaten aus dem Low-Carb-Bereich, sondern mit dem Rabattcode GNP10 auch 10% auf euren gesamten Einkauf. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.